Die Grüne Lunge ist ein Areal in Größe von 16,6 Hektar. Wir haben hier 250 bis 300 Kleingärten. Es wird Gemüse angebaut, es findet viel Familienleben statt mit Kindern. Die Grüne Lunge bietet Lebensraum für viele Tiere. Wir haben sehr viele seltene Arten hier. Also ich bin strikt dagegen, dass auf diesem Gelände eben teure Luxuswohnungen entstehen. Die Grüne Lunge soll zerstört werden und ist ja auch teilweise schon an Investoren direkt übereignet oder durch Kaufoption gesichert worden. Da hat der Magistrat schon im Vorfeld Abmachungen getroffen. Wir hatten auch über den Ortsbeirat beantragt, dass wir eine Flurkarte erhalten, aus der ersichtlich wird, welche Gärten genau schon verkauft worden sind. Wir haben diese nie erhalten, auch warum die Stadt kein Vorkaufsrecht ausgeübt hat. Und wir gehen davon aus, oder das liegt auf der Hand, dass hier nur hochpreisig gebaut wird. Und der Güntersburghöfe soll jetzt ein Bebauungsplan erstellt werden. Und dieser kann schon im Jahr 2019 geschlossen werden. Dann hat man noch 4 Wochen Einspruchsfrist. Nach den 4 Wochen herrscht Baurecht und die Gärtner können gekündigt werden. Man sagt, dass ungefähr 40% der Fläche von InStone mit Optionen belegt sind. Das heißt, sie haben zwar schon einige Grundstücke gekauft, aber kleinere, und der Rest hat eine Kaufoption, die sie natürlich versuchen in der nächsten Zeit zu realisieren. InStone verwandelt Geld, Kapital in Beton. Darum geht es letztendlich. Es geht darum, für anlagesuchendes Kapital Rendite zu generieren, und zwar in möglichst hochpreisigen Wohnungen. Wenn man sich andere Bauprojekte anschaut in Frankfurt, dann kosten die Wohnungen zwischen 500.000 und knapp über 1 Million Euro, Autostellplatz dazu um die 50.000 Euro. Das heißt, es wird hochpreisig gebaut für eine betuchte Klientel. Das ist die Hauptzielgruppe von InStone. Also Menschen, die so reich sind, dass sie sich Eigentumswohnungen der Größenordnung kaufen können, oder Anleger, die das aus reiner Renditeerwartung herauskaufen. InStone gehörte bis vor kurzem einem Fonds, der auf den Steueroasen Jersey Islands saß, Activum SG. In der Blitzaktion vor ein paar Wochen hat Activum die Anteile abgestoßen im Wert von ungefähr 390 Millionen. Das hat dann die Deutsche Bank übernommen. Die hat das inzwischen aber komplett relativ zügig weiterverkauft, sodass im Moment der Haupteigentümer ein Fonds ist aus den USA. Fidelity heißt der. Einer der ganz großen mit einem Vermögen, was dort verwaltet wird, ungefähr 6 Billionen Dollar. Also wirklich eine ganz große Hausnummer. Die haben so ungefähr 8,5% Anteile. Und dann gibt es noch viele weitere Eigentümer. Goldman Sachs zum Beispiel ist jetzt eingestiegen, hat knapp über 5% und weitere andere, die dort angelegt haben, vor allen Dingen große Fonds aus den USA, aber zum Beispiel auch die deutsche DWS ist da engagiert, oder die französische Almundi sind da engagiert. Das sind also die Eigentümer. Welches Interesse haben sie? Natürlich hohe Rendite zu erzielen. Was hier in Frankfurt passiert, ist denen eigentlich ziemlich egal. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass für die Frankfurter Bevölkerung, die angewiesen ist auf günstige Mietwohnungen, Wohnraum geschaffen wird, sondern das Renditeziel ist das, was im Vordergrund steht. Also ich finde, die Stadt macht an dieser Stelle hier 2 Kardinalfehler. Der eine ist, dass sie dieses Gelände, was irgendwie für die Frischluftzufuhr der Stadt sehr wichtig ist, dass sie das vernichtet und versiegelt. Das ist der eine Fehler. Und der andere Fehler ist meiner Meinung nach überhaupt der Umgang der Stadt mit ihrem Grund und Boden. Und da finde ich, das geht nicht, dass eine Stadt irgendwie ihr Tafelsilber einfach an Großinvestoren vertickert
und sozusagen die Rendite dann den Investoren, den Privatinvestoren überlässt und damit den einzigen Hebel, mit dem sie auf die Wohnungsmarkt- und Immobilienpreise Einfluss nehmen kann, dass sie den aus der Hand gibt. Wenn ein Stoner baut, ist klar, was erstmal unmittelbar passiert. Es entstehen teure Eigentumswohnungen und teure Mietwohnungen. Das ist klar. Zweitens wird häufig behauptet, genau so ein Neubau würde zu einer Marktentspannung führen und dementsprechend woanders bezahlbaren Wohnraum ermöglichen. Das ist ein Mythos, der empirisch noch nie belegt werden konnte. Die Theorie stammt aus den 40er Jahren, will ich nicht im Detail darauf eingehen. Man kann aber davon ausgehen, dass auch dieser Neubau auch nicht mittelbar über Umzugsketten dazu führt, dass woanders ein günstiger Wohnraum entsteht, sondern ganz im Gegenteil. Ich würde auch da erwarten, dass es zu einer sogenannten Neubau-Gentrifizierung kommt. Dahingehend, dass diese teuren Wohnungen, auch die teuren Mietwohnungen, zukünftig in den Mietspiegel eingehen und dementsprechend auch das Mieterhöhungspotenzial in der unmittelbaren Nachbarschaft erhöhen. Das ist der eine Mechanismus. Der andere ist, dass diese Art von Akteuren natürlich die Bodenpreise durch ihre spekulativen Ertragserwartungen nach oben treiben und dementsprechend alternative Bauträger, die vielleicht günstigen Wohnraum realisieren könnten, aus diesem Markt herausdrücken. Was wir brauchen, ich finde, das Problem ist ja den meisten Leuten bekannt, ist eben bezahlbarer Wohnraum. Das heißt zum einen eben die klassischen preis- und belegungsgebundenen geförderten Wohnungen, Sozialwohnungen, Mittelschichtswohnungen. Das sind eben Wohnungen, die reserviert sind für gewisse Einkommensgruppen und die eben zu einem Mietpreis angeboten werden von 5 Euro bis maximal um die 10 Euro, je nach Einkommen. Das ist das eine, was wir brauchen. Und das andere, denke ich, was nötig ist, sind eben genossenschaftliche Wohnprojekte, Mietfördersyndikate, andere Bauprojekte, die realisiert werden von nicht gewinnorientierten Akteuren. Die haben zwei Vorteile. Zum einen eben können sie auch bezahlbaren Wohnraum anbieten, vor allem dauerhaft eben Wohnraum, wo die Mieten nicht steigen. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, dass diese Modelle, diese Eigentümerstrukturen es eben möglich machen, dass man selbstverwaltet wohnt, dass man nicht eben nur günstig wohnt, sondern selbst entscheiden kann, wie man gerne wohnen möchte. Genau diese Art von Wohnraum braucht in Frankfurt sicherlich mehr als weitere hochpreisige Eigentumswohnungen. Es gibt ein Gutachten vom renommierten Senckenberg-Institut, das einfach aufzeigt eine ganze Liste Pflanzen, Vögel, Säugetiere, Insekten, die nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt sind, die auf der roten Liste in Hessen stehen, die auf der roten Liste in Deutschland stehen. Es sind über 225 verschiedene Pflanzenarten gefunden worden, 46 Vogelarten, davon 30 Brutvogelarten, 16 Gastvogelarten. Es gibt seltene Insekten, es gibt seltene Wildbienen. Die Grüne Lunge liegt direkt neben einer 125 Jahre alten Stadtimkerei mit 80 Bienenvölkern. Also hier hat man wirklich so noch so eine große Fülle an verschiedenen Bienen, die hier sind. Und ich frage mich halt, wo die alle hin sollen oder was mit denen passiert. Das sind nur mit den Bienen, mit den anderen Tieren natürlich auch, wenn das mal weg sein soll. Ne? Die Grüne Lunge ist ja Teil dieser nordöstlichen Frischluftschneise und ist deswegen nicht nur ein wertvolles einzelnes Biotop, sondern ist mit anderen Biotopen wie dem Hauptfriedhof, wie dem Bornheimer Friedhof direkt verbunden und es findet ein reger Austausch statt. Und wenn man diese Kette unterbricht, dann können die Tiere halt aus dem Umland nicht mehr nach Frankfurt einwandern und auswandern. Der Austausch ist gestört. Das ist das, was eigentlich das Problem ist, ja. Dass die Natur wirklich zerstört wird, um eine hohe Rendite zu erzielen. Also man geht von der Lautenfriedberger hier rein und ist sofort in so einem stillen, grünen Bereich. Die Leute sind wirklich also ganz frappiert. Dass so viel Natur noch so nah an der Stadt ist oder in der Stadt und sie davon überhaupt nichts wussten.
Die Friedberger Landstraße ist ja sowieso eine der am stärksten belasteten Straßen in Frankfurt, sowieso. Und wenn jetzt da noch 1200 Parkplätze entstehen, die Zufahrt zu dem Gelände geht natürlich auf die Friedberger Landstraße. Es ist auch verkehrsmäßig so, durch die vorhandene Straßenbahnlinie, dass das Innovationsquartier nicht direkt einfahrbar ist von Leuten, die von stadtauswärts kommen, sondern die müssen erst am Innovationsquartier vorbeifahren, in die Stadt reinfahren, dort wenden und dann die Friedberger Landstraße wieder rausfahren, was natürlich zu einer deutlichen Erhöhung des Verkehrsaufkommens führen wird. Zudem fällt natürlich die ganze filternde Funktion der grünen Lunge weg. Wenn hier die tausenden Bäume und Blätter weg sind, wird es zu keiner Feinstaub- und zu keiner Stickoxidfilterung mehr kommen und die Luftverschmutzung wird natürlich deutlich zunehmen. Und des Weiteren ist es ja so, dass Bäume einen Lärmschlucker darstellen. Die Blätter fangen leicht zu wackeln an und der Schall wird von den Blättern aufgenommen und in Bewegungsenergie umgewandelt. Und es würde natürlich auch die Lärmsituation in Frankfurt und in der Umgebung deutlich zunehmen. Es gibt übrigens eine Untersuchung von Professor Ziska des Senckenberg-Institutes, der die Artenvielfalt in Frankfurt, städtische Umgebung, mit der Artenvielfalt im Hochtaunuskreis verglichen hat. Hochtaunuskreis ist ja eher durch Waldgebiete und Landwirtschaft geprägt. Und das hat ergeben, in Biologenkreisen wissen das sehr viele Leute, dass die Artenvielfalt in Frankfurt pro Quadratmeter höher ist als im ländlich geprägten Hochtaunuskreis. Ganz einfach deswegen, dass wir durch unsere Monokulturen sowohl im Wald als auch in der Landwirtschaft es mittlerweile geschafft haben, im ländlichen Raum die Artenquantität so weit zu drücken, dass es in diesen wilden Gebieten in der Stadt zu einer höheren Artenvielfalt kommt als auf dem Land. Deswegen wird auch da die Rolle der Städte in Zukunft zunehmen und solche Grünräume wie hier sind unbedingt erhaltenswert und wichtig, auch für die Natur, nicht nur für die Menschen. Die Stadt, die hat ein Förderprogramm aufgelegt von 2 Millionen Euro im Jahr, dass Hausbesitzer, die ihre Hinterhöfe oder Dachflächen oder Fassaden begrünen, ihre Böden entsiegeln, dass die eine große finanzielle Beihilfe bekommen, wenn sie das machen. Überhaupt sind alle aufgerufen, ja mehr für mehr Grün zu sorgen. Und ich finde es dann halt wirklich so ein bisschen verlogen, ganz einfach, ne? Wenn sich da so Frankfurt so als grüne Stadt geriert und so ein Greenwashing betreibt im Prinzip, weil hier werden 15 Hektar wirklich altes, eingewachsenes Grün einfach weggestampft und eingesiegelt. Ich denke, dass man diesen Widerspruch nicht ganz aufheben kann. Ich denke aber auch, dass ein Kompromiss möglich ist zwischen ökologischen Interessen beispielsweise und sozialen Interessen. Ein Kompromiss, den man vielleicht eher findet, wenn man Stadtplanung von unten betreibt. Das heißt, wenn man partizipative, demokratische Verfahren etabliert, die ergebnisoffen sind, wo eben die jetzigen Bewohner und Bewohnerinnen und andere, vielleicht zukünftige Bewohner und Bewohnerinnen, sich eben zusammenzusetzen und versuchen, wie kann ein Viertel aussehen, was sowohl bezahlbaren Wohnraum garantiert, als auch gewisse ökologische Qualitäten erhält. Es gibt ja auch solche Vorstellungen, dass von den geplanten 1200 bis 1500 Wohnungen 30% geförderte Wohnungen sein sollen. Da könnte man eben diesen Prozentsatz auch auf den versiegelten Flächen unterbringen. Was nicht versiegelt ist, darf nicht versiegelt werden. Das muss erhalten bleiben, weil das Gelände eben eine der wichtigsten Frischluftschneisen für das Nordend ist und eben auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel ganz wichtige Funktionen von Naturschutz, Klimaschutz, Belüftung der Stadt eben hat. Das kurzfristige Vorgehen unseres Magistrats ist einfach der falsche Weg. Es wird jetzt schnell Bauland generiert, um einen Wohnungsbedarf sicherzustellen und Geld zu verdienen. Das wird die nächste und die übernächste Generation ausbaden müssen. Wir sind hier, um das zu verhindern. Es gibt viele Gründe dafür, warum die grüne Lunge bleiben sollte. Dafür ist aber noch viel Protest nötig. Wenn es aber das gelingt, dann wird Instone Real Estate zum Investitionsrisiko. Wenn es das gelingt, dann können wir die grüne Lunge retten. Die grüne Lunge muss unbedingt erhalten werden und sie wird es.